Und die aus den Leibern herausgeschrienen Gesänge nähern sich nur langsam. Immer wieder bleibt die Gruppe stehen. 27 Männer in weißen und braunen Leinengewändern. Ein Kalb führen sie mit sich und 6 Fahnen. Weiß, grün, die Farbe des Propheten, und rot. Dieser Zug heißt Chasha. Er gilt dem Heiligen dieser Stadt, die von ihm ihren Namen hat, Sidi Bou Said. Oben in der Moschee ist das Grabmal dieses Marabout, der 1236 starb. Ihm wird das Kalb geopfert werden. Das Fleisch bekommen die Armen. Und singen sich mit Koranversen in eine immer schwerer zu kontrollierende Ekstase. Der Heilige, für den sie das tun, hatte einst, als ihm und seinen Schülern in der Wüste Essen und Trinken ausging, Gleiches getan, um Hunger und Durst zu überwinden und um den Körper frei zu machen für Handlungen, zu denen er sonst keine Bereitschaft zeigt. Das Essen von Kakteen zum Beispiel. Damit überlebten der Marabout und seine Jünger damals. Und der Führer dieser Gruppe heute achtet sehr sorgfältig darauf, dass die Männer auf der Straße hier nicht in der Nähe von Kakteenbäumen Halt machen. Es ist mehrfach geschehen, dass einige in Trance sich in die lebensgefährlichen Stacheln gestürzt haben. Es ist ein Männerbund, dessen Regeln dem Fremden verschlossen bleiben. Sie haben sich der islamischen Mystik der Sufi verpflichtet. Sufi genannt nach dem Gewand, das sie tragen. Grundsatz ihrer Lehre ist der Rückzug in sich selbst. Nur einmal im Jahr durchbrechen sie äußerlich diese Regeln mit diesem ekstatischen Zug. Das Ritual erreicht seinen Höhepunkt, wenn die Männer den Platz neben der Moschee über der Straße erreicht haben. Burschen, auch sie in Ekstase geraten, springen hinzu. Zeit für den Führer der Gruppe und seine Helfer, sie energisch aus ihrem unkontrollierbaren Zustand zu reißen, der häufig auch Aggressionen freisetzt. Zeit auch, auf einen energischen Wink hin, unsere Kamera abzuschalten. Es ist dies eine der ältesten von Menschen bewohnten Städten des Mittelmeerraums. Eine Stadt im 8. Jahrhundert vor Christi Geburt gegründet.
Seit 1986 graben hier direkt neben der Straße mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft Wissenschaftler des Archäologischen Instituts der Universität Hamburg. Sie haben mit ihren tunesischen Helfern die ältesten Schichten aufgedeckt. Ihre Grabung reicht bis in das Zeitalter Homers hinab. Der Leiter der Forschungsgruppe ist Professor Dr. Hans-Georg Niemeyer. Wir sind hier an einem der ältesten Teile dieses kleinen Stadtareals, das wir in unseren 400 Quadratmeter Grabungsfläche aufgemacht haben. Ein Brunnen, der natürlich ganz wesentlich zu einer solchen Siedlung gehörte. Wir haben ihn ausgegraben mit Hilfe von Pressluft, die wir uns besorgt hatten. Ein Brunnen, der hier noch 6,5 Meter tief geht, zu dem eine kleine Kammer gehört, in die man hier aus diesen Räumen gehen konnte und Wasser schöpfen. Der Brunnen ist wahrscheinlich schon um 100 Jahre nach seiner Errichtung aufgegeben worden, weil das Grundwasser versiegte. Die Räume sind gleichwohl im Wesentlichen geblieben. Man kann hier an den verschiedenen aufeinanderfolgenden Fußböden ganz wunderbar erkennen, wie diese Stadt allmählich in die Höhe gewachsen ist. Die Mauern mit ihrer charakteristischen Opus Africanum-Technik gehören wohl noch ins 6. vorchristliche Jahrhundert. Damit sind wir immer noch in der sogenannten archaischen Zeit. Das alles wird jetzt gereinigt für die Schlussaufnahmen. Wir haben mit erheblichen Regenfällen hier zu tun gehabt. Eine der interessantesten Tatsachen in diesem kleinen Stadtareal, das insgesamt 4 Häuser umfasst, ist die Tatsache, dass die Grenzen außerordentlich lange unverrückt geblieben sind. Wir haben infolgedessen auch die Raumaufteilung über lange Zeit konstant, auch wenn die Mauern renoviert werden. Natürlich gab es Änderungen. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine ursprünglich hier in dieser Mauer vorhandene Tür dann einmal zugesetzt worden ist. Das muss man sich natürlich mit Verputz vorstellen. Der Wohnluxus war sicherlich nicht so gering. Wir können das im Übrigen auch aus den Funden ersehen, die durchaus feines Geschirr, besonders auch griechische Importstücke umfassen. Das gehört auch mit Italisches zu diesen Importen. Und die Phönizier oder Karthager verstanden es, mit Hilfe von sehr zähem, klebrigem Lehm oder Ton diese Mauern außerordentlich stabil zu machen. Sie halten auch heute noch, wie man sieht. Auch die Lehmziegelarchitektur ist hier in voller Blüte. Ein besonders schönes Beispiel auf einem Steinsockel. Erst eine Lage von bräunlichen, dann eine Lage von schwarzen Lehmziegeln. Erst in der Spätzeit, also etwa am Ende des 4. Jahrhunderts, ist die Struktur der Grundstücke neu geordnet worden. Die Funktion dieses Stadtareals hat sich vielleicht etwas gewandelt. Ähnlich wie heute hat man hier aufwendige Stadtvillen gehabt, von denen man schöne Mosaikfußböden erkennen kann. Die Wasserzufuhr war über Zisternen gesichert
Und wir können hier, das ist ein besonderer Glücksfall, noch ein großes Wasserbecken bewundern, das wir eigentlich auch noch nicht ganz genau erklären können. Das muss man ehrlich sagen. In dem Paviment finden wir eingelassen in weißen Steinchen eine Symbolfigur der punischen Göttin Tanit, einer fruchtbarkeits- und lebensspendenden Gottheit, die Hauptgottheit hier gewesen ist. Fratzen, Masken, Menschen und Götter. Der große Gott Baal. Steingesichter aus dem alten Karthago. Ausgrabungsstücke. Auf der anderen Straßenseite die Opferstätte des Tophet. 6 Jahrhunderte lang Kindesopfer, die erstgeborenen Söhne den Gottheiten Baal Hammon und Tanit. Ein grausames Ritual, um in Notzeiten die Gunst der Götter zu erlangen. Es ist Nacht in Karthago. Licht scheint einzig das große Feuer zu verbreiten, das im Tophet der heiligen Grube entzündet worden ist. Das gewaltige Standbild des Baal Hammon, aus Bronze gegossen, ragt am Grubenrand auf, die Arme zum Feuer hingestreckt. Blutrot erglüht es im Widerschein der Flammen. Flöten- und Tamburinspieler machen einen betäubenden Lärm. Vater und Mutter des Kindes sind anwesend. Der Säugling wird dem Priester übergeben. Es ist keine Träne zu sehen, kein Seufzer zu hören. Der Priester legt das kleine Opfer auf die ausgestreckten Hände der Statue und es rollt in die Flammen. Das Schild an der Straße weist zu den Thermen des Antonius, gleich rechts. Und auch hier Gegenwart und Vergangenheit im Konflikt. Nun lange warme, sammeln kommen in die temperierte, sammeln kommen in richtig warmen Rum. Und bagefter, sammeln ist blevet trukket ud til de bassiner herude, de kolde bade. Und det er de kolde bade herude. Und det, som man kan se, der skulle man altså igennem en rækkefølge her, tempereret og
kan man sige. Nej, koldt, tempereret og så varmt vand, og så til sidst ind i de kolde bade herinde. Ich zeige Ihnen, meine Damen und Herren, so ist das, die alten Zivilisation und die alten, das ist der Friedhof von der punischen Zeit, meine Damen und Herren. Wir gehen unten, meine Damen und Herren, und dann wir sehen die lange Strecke, meine Damen und Herren, das zweite große Hauptstraße von der Handwerk, und dann wir sehen die Thermen, meine Damen und Herren. Diese Thermen haben eine Fläche von etwa 3,5 Hektar, ne? Und die bestehen aus drei Elementen. Das sind erstmal also was die sogenannten Caldarium, Frigidarium und Tepidarium. Tepidarium warmlaues Wasser, Caldarium also warmes Wasser und Frigidarium kaltes Wasser. Ja? Ja, gut. Wir werden jetzt mal die Thermen sehen. Wir werden also vorher erstmal also die Massengräber also von Karthago sehen. En eller anden speciel egenskab til at kan binde de her ting sammen. Så der har man altså lavet en helt speciel cement, som er meget, meget spændstig. Og den her cement, den har man prøvet at se, om man kunne lave efter. Blandt andet er et af de største firmaer, måske i verden, et dansk selskab, som hedder F.L. Schmidt. De har prøvet på at se, om de kunne lave det her efter. Og de har sat masser af folk. Und alle drei Zeiten sind da. Punisch, römisch und byzantinisch. Nekropoli. Facendo i lavori del lago di Tunisi, per esempio, ho parlato del lago, stanno facendo i lavori. Hanno trovato pure le necropoli puniche anche lì. Ja, aber das Rad der Geschichte, wissen Sie ja, das geht einmal so auf und ab, ne? Und dann Karthago musste auch natürlich also zerstört werden. Terracotta, vetro, eccetera, è stata esportata fuori e bisogna forse andare in Sicilia per trovarla. Sardinia. Und das ist also nicht nur also die Landwirtschaft und die Technik, also der Bode, das ist auch die Geisteswissenschaft. Das ist ein Name also wie Terence oder der heilige Augustiner. Nicht? Also ich bin Mensch und nicht menschliches ist mir fremd. Nicht? Das ist also schon der Anfang, könnte man sagen, des Humanismus. Ja. Fuori la uscita, si aspetta tutti, mi raccomando. Meno di 10 minuti, tutti al punto. Perché? Abbiamo il pranzo e non so sempre più sentito. E arriviamo, no, anzi si iscrive, non si iscrive, ci hai convinto. Sì, per Sie haben das Produkt, das wir haben. Die Zuhörer sind so gut, dass wir ein Produkt haben. Die will heller gerne sehen, ein Produkt haben. Sie haben das Produkt. 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 Immer noch eine Etappe weiter, ne? Bis wir also das alles schon gesehen haben. Ja? Vom Betrachter wird Fantasie verlangt. Von der gewaltigen Thermenanlage der römischen Vernichter Karthagos zwischen der Bourguiba Avenue und dem Meer blieb nur das untere Geschoss. Und es blieben einige Säulen. Das aber auf imposantem Gelände. Diese Thermen waren die größten außerhalb Roms, gebaut um 150 nach Christi Geburt, von Vandalen zerstört. Die Straße ist benannt nach dem ersten Präsidenten, nach dem Befreier vom französischen Kolonialismus. Der Präsidentenpalast liegt an dieser Straße. Filmaufnahmen und Fotografieren verboten, mit der Bitte um Verständnis. Hier wohnte der alte Präsident und hier regiert der neue. Auch hier fordert die Straße den Blick zurück. Er gilt als Vater des modernen, westlich orientierten Tunesiens. Als einer der ersten Staatsführer der Dritten Welt hat der Bourguiba die Entkolonialisierung seines Landes erreicht. In einem vergleichsweise unblutigen Kampf führte er sein Land 1956 in die Unabhängigkeit von Frankreich.
Ohne Unterbrechung war der große Kämpfer, wie er von seinen Landsleuten genannt wird, 30 Jahre ohne Unterbrechung Staatspräsident. Zunächst gewählt, dann durch eine Verfassungsänderung auf Lebenszeit ernannt. Er gründete die beherrschende Partei Tunesiens, die sozialistische Destur-Partei. Die stark zentralisierte Organisation hat in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft alle Sitze im Parlament inne. Seit einigen Jahren leidet Bourguiba unter Arterienverkalkung und Herzschwäche. Das ist der neue starke Mann, Sini Ben Ali, 51 Jahre. Vor einem Monat erst war er von Bourguiba zum Premierminister ernannt worden. Ben Ali ist General, er gilt jedoch keineswegs als Militarist. Für seinen stillen Staatsstreich bediente er sich nicht der Armee, in der er allerdings größte Autorität genießt. Wenn die Machtübernahme auch völlig überraschend erfolgte, so scheint sie von Ben Ali selbst doch seit längerer Zeit schon vorbereitet worden zu sein. Die Bilder von Bourguiba waren in den Zeitungsredaktionen und an den Kiosken schon am Sonntag durch jene von Ben Ali ersetzt worden. Die Bevölkerung reagierte mit großer Erleichterung auf den Machtwechsel. Er sei längst überfällig gewesen. Wir hoffen nun bei der hohen Arbeitslosigkeit auf grundlegende Veränderungen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. In Tunis kursiert das Gerücht, Ben Ali sei dem Plan Bourguibas zuvorgekommen, ihn abzusetzen. Denn aus der Sicht Bourguibas hatte Ben Ali eine zu milde Haltung gegenüber den islamischen Integristen im Lande eingenommen. Der Zugang zum Präsidentenpalast Bourguibas in Karthago ist von Militär abgesichert. Der ehemalige Staatschef wurde jedoch inzwischen in seine Residenz bei Sfax gebracht. Bevor die Straße, der alte Präsidentenname noch geblieben ist, von Karthago kommend, Sidi Bou Said erreicht, überquert sie diesen Platz, der benannt ist nach dem Datum, an dem der neue Präsident den alten in den Ruhestand schickte. Ein Bild des Alltags. Nur Männer im Café am Platz. Das traditionelle Gesicht dieses Landes, das sich in seiner Tradition aber auch offen zeigt, freundlich zum Gast. Das es bisher geschafft hat, zwischen all den aufgekommenen, es durchaus bedrängenden politischen und religiösen Inanspruchnahmen innerlich stabil zu bleiben. Die Karthager waren ein Handelsvolk mit allem, was diese Tätigkeit an Anpassungsfähigkeit verlangt. Die Lehren von einst gelten auch noch heute. Avenue Habib Bourguiba Nummer 66. Hier wohnt der Künstler und Ritter der Ehrenlegion Hatim El Mekki, Tunesiens bekanntester Maler. Seine Spannweite ist ungewöhnlich. Nicht nur, dass er sich zu politischen Jubelplakaten bekannte, er gab jedem Tunesier, nicht nur dem Präsidenten, etwas zur Hand. Er entwarf Geldscheine und auch die Münze des Volkes, den Dinar. Wie fast jeder Künstler hat auch El Mekki seine Obsessionen. Er zeigt sie auch. El Mekki über sich selbst. Eigentlich jedmal, wenn ich es überlege oder mich mit den Grundfragen befasse, warum ich male, warum ich diese Tätigkeiten ausübe, warum ich Maler bin, ich weiß es nicht. Je sais pas, je connais pas la réponse. Pourquoi je suis peintre? Je ne sais pas. Je ne saurais pas. Wahrscheinlich werde ich das nie wissen. Dennoch, wenn ich für meine Tätigkeit als Maler zurückblicke, frage ich mich manchmal, ob ich nicht mehrere Existenzen habe. Je me demande parfois si je n'ai pas eu plusieurs existences. Ce que je peux dire, c'est que l'art, cette activité qui Die Kunst, diese Aktivität, die darin besteht, Bilder, Zeichnungen oder etwas anderes zu machen, wie Musik zum Beispiel, ist meiner Meinung, meiner Erfahrung nach, nicht eine Art Mischung, sondern eher eine Art Synthese. Weil es möglich ist, ein Zusammentreffen, ein Delirium von zügelloser Schizophrenie und Disziplin. Mit anderen Worten, Zwang und Verrücktheit. Eh bien, de délire, c'est-à-dire de folie complètement débridée, sans limite, et de discipline,
autrement dit, de contrainte et de folie. Komme ich also auf die Zwänge? Was mich betrifft, sind die Zwänge so wichtig, dass ich mir gar keine Schwäche verzeihe. Und was die Verrücktheit anbelangt, akzeptiere ich da absolut keine Grenzen. Mit anderen Worten, es gibt genauso viel Maßlosigkeit einerseits wie Zwänge andererseits. Denn es gibt keine Technik, ohne sich Zwänge aufzuerlegen. Gleichgültig, welche Technik man erlernen möchte, stellt man bald fest, dass man in einer Art Sackgasse landet. Wenn man mich fragt, warum ich so viele Stilrichtungen oder so viele Malperioden habe, oder warum ich so viele Themen behandle, warum ich mich von so vielem angezogen fühle, wissen Sie, was ich dann zu antworten pflege? Ich sage gewöhnlich, ich bin es leid, nur eine einzige Facette anschauen zu müssen. Mit anderen Worten, in meinem Land, wo es nur einen Gott, nur einen Koran, nur eine eigene Ehefrau gibt, wir sind das einzige islamische Land, in dem nur eine einzige Ehefrau erlaubt ist, wo es auch nur eine politische Partei gibt. Ne pas avoir le droit d'avoir plus d'une seule épouse et un seul parti politique. Depuis peu, nous sommes. Seit kurzem haben wir etwas mehr davon, sicher. Aber ich bin so wenig daran gewöhnt, dass ich immer den Eindruck habe, es habe sich nichts geändert. Da sage ich mir also, ein Gott, ein Koran, eine politische Partei, was weiß ich, eine einzige Ehefrau. Monotheismus, Einparteienregierung, Monogamie, Mono, viel Mono. Es sind zu viele Monos. Une seule épouse, Monotheisme, Monopartisme, Mono, beaucoup de choses. Ça fait trop de mono, ça fait trop de comment dirais-je de. Ich leide weder unter Entbehrungen noch unter Verstümmelungen oder Frust. Farben von Wasser und Luft sind heute noch viel intensiver als gestern. Die Farben brennen stärker und sind eher dunkler. Später deutlich erkennbar die erste arabische Stadt, Sidi Bou Said, ein Bergrücken, worauf streng rhythmisch weiße Hausformen wachsen. Die Leibhaftigkeit des Märchens, nur noch nicht greifbar, sondern fern, ziemlich fern, und doch sehr klar. August Macke schuf während der folgenden Tage in Tunesien Aquarelle und Zeichnungen, die den Höhe- und auch den Endpunkt seines Schaffens darstellen. Ein halbes Jahr später fiel er im Krieg. Für seinen Freund Paul Klee war diese Reise ein Wendepunkt seiner künstlerischen Arbeit. Aquarelle Mackes. Das Licht, Momente, Räume, Formen des Orients, Kuben und Vierecke in Wasserfarben aufgelöst. Das wohl bekannteste dieser Serie von 38 Bildern hat den Titel Blick auf eine Moschee. Dieses Bild führt direkt auf unsere Straße. Hier an dieser Stelle vor dem Café de Natz saß im April 1914 August Macke. Und sind heute die Touristen wieder in ihren Bussen. So hat sich seit damals nicht viel verändert. Oben über den Stufen das Café de Natz. Dahinter die Moschee, unten das Café Batet es Sok, das Café am Marktplatz. Dessen heutiger Besitzer hat als damals Fünfjähriger oben im Café de Natz seinem Onkel, dem Pächter des Cafés, beim Bedienen geholfen. Amor Sheyib erinnert sich an diese Zeit. Ich sitze hier in meinem Café. Und dort oben ist das Café de Natz, das Mattencafé, wie die Franzosen sagen. Bei uns heißt es jedoch das Ruhecafé. Links und rechts auf den Treppen zum Café oben lagen damals geflochtene Matten. Daher der Name,
Das Café Dinard ist über 300 Jahre alt. Vor dem Café standen Tische zum Kartenspiel. Hier hat sich sonst nichts geändert. Das ganze Dorf ist gleich geblieben. Vielleicht haben sich andere Städte Tunesiens schon geändert. Kann sein. Aber nicht hier das Dorf Sidi Bou Said. Sehen Sie, die Wand ist immer weiß und die Tür ist blau. Als man die Treppen des Café Dinard, die abgelaufen und unregelmäßig sind, neu bauen wollte, wurde das nicht erlaubt. Das tunesische Institut für Archäologie hat das verhindert. Die Kulisse für Ausflüge des Massentourismus ist geblieben. Doch es gibt durchaus auch Zeiten der Ruhe. Und am Wochenende kommen wenige Fremde, dafür jedoch umso mehr Tunesier. Und viele lassen sich hier gern von der Vergangenheit berühren. Das Rauchen der Wasserpfeife, bei der Jugend immer beliebter, gehört dazu. Sidi Bou Said gilt als Künstlerdorf. Macke und Klee, wie gesagt. Auch André Gide, Georges Bernanos und wer nicht noch. Heute leben hier nur noch wenige Künstler. Wohlhabende Kaufleute, Manager, Diplomaten haben den Reiz und die Schönheit des Ortes für sich entdeckt. Das erhält wenigstens die Häuser und schönt die Fassaden. Eine kubistische Symphonie in Weiß und Blau. Im 9. Jahrhundert als Ribat gegründet, im 13. Jahrhundert vom Sufi-Orden des Sidi Bou Said beherrscht, im 16. Jahrhundert durch arabische Flüchtlinge aus dem spanischen Andalusien besiedelt. Der andalusische Charakter ging nicht verloren. Die andalusischen Flüchtlinge brachten auch ihre Musik mit, die klassische arabische Maluf. In Sidi Bou Said hat sie bis heute ihre Heimstatt. Jährlich gibt es ein Maluf-Festival. Diese Musique arabe hat ihre Wurzeln bis ins 14. Jahrhundert.
Unsere Straße führt nach oben zum Leuchtturm. Man schaut. Und es ertönen die lauten Gesänge der Charscha über das Dach des Grabmals hinaus.